Oh, ich hoffe, dass das nicht so laut ist. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, das Spiel für die PlayStation 4 zu kaufen. Dann hätte ich keine Ressourcenproblematik. Hab's dann aber nicht getan. Und bereue es jetzt ein bisschen. Kinoversion Creator's Cut. Okay. Ich kann ja unheimlich gut mit Horror spielen. Das, oh. Stopp, stopp, stopp. Das ist ja laut. Das ist sehr laut. Musik ein bisschen leiser vielleicht. Effekte nicht allzu leise. Effekte sind ja das, was ich ein bisschen erschrecken soll. Dialog. Schauen wir mal. Men of Midan. Das muss ich morgen starten, also will ich heute Abend noch Videospiele genießen. Dann vielen Dank fürs Vorbeischauen auf jeden Fall, Niki. Okay. Tragen Särge. Erster Weltkrieg. Weiter New World suchten. Ja, das muss ich dann auch mal wieder weitermachen. Aha. Prost. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey, immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Banschurei. Benutze R zur Auswahl. Was wird aus meinem Sohn? Nicht sagen, werde ich reich. Wir sind mal der Nette. Was wird aus meinem Sohn? Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird er... Präsident. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Hm? Drachenstein, Bambusstein. Die Drachen sind ja kämpferisch und Bambus weckt schnell, unverwüstlich. Bambus. Kann das sein? 你看到了什么？ Alte RT gedrückt. Das sieht aus wie ein Fisch. Das ist die Fisch. Deine Reife können aus jeder Richtung kommen. Jeder Richtung kommen. Tod? Warte, was? Ich glaube, jetzt um. Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Eigenschaften. Hey, Kumpel, lass mich mal. Oh Gott, das wird kompliziert. Unsicher, egoistisch, selbstlos, unvorsichtig. Das passt so gar nicht zu dem, was wir gerade gefragt haben. Aber ach du Scheibenhonig. Oh Gott. Oh je. Ach ja, hältst dich wohl für stark. Besser als dein Freund? Klar. Hast du noch ein Quarter? Kommt auf deinen Deckel.
Ich probier's mal. Okay, und jetzt? Ja, was? Aha. Aha. Oh, Quicktime-Events. X, oh Gott, jetzt muss ich mich an die Xbox-Controller. B. Was nennst du ein? Gibt es da gleich eine Mischung aus beidem? Ja, gibt es. Kabam! Ah, falsch Taste. Hände hoch. Oder was? Have a nice day. Was kann ich denn gewinnen? Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Eigenschaft. Oh je. Oh je, Mine. Große Kiste. Es ist immer gesund, wenn ein Totenkopf auf Kisten ist. Das, ist immer ein gutes Zeichen. Drei Kisten mit roten Köpfen. Hey Mann! Hey. Immer noch sehr laut, glaube ich. Wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey! Zieh ab, Kumpel! Schubs mich nicht! Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken. Der kommt auf die Krankenstation, schmeißt den anderen ins Loch und lacht. Vertrauensweckend. Ich weiß ja nicht, ob der Vorgesetzte bei der Army wirklich einfach nur so reagieren würde. Der wird die wahrscheinlich oben an den Mast ketten und einfach da hängen lassen bis zum nächsten Tag. Bis sie nüchtern sind. Ja, Wasser bei den Kisten. Vor allen Dingen stehen die so mitten im Raum. Kiste verliert Pippi. Zombies. Zombaronis. Und 22. Juni. Das ist der Junge. An Papa, komm bald zurück. Gebe mein Bestes. Ich
Da ist eine Tür. Da glitzert was. Boah, leck mich doch am Zuckerli. Was zum Teufel? Der schläft nur. Ach, guck mal, das sind 50 Cent. Nimm die mit. Wir schulden jemand 50 Cent. Take it. Ja, hallo? Da ist noch mehr. Der bewegt sich doch jetzt bestimmt noch. Nicht? Hä? Kann nichts machen. Nö. Kann nichts machen. Da, nimm das Geld. Weil diese reichen Soldaten. Aber wer hat den in den Schrank geräumt? Und der hat von innen die Tür geschlossen. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Hallo? In so einem Schiff kann sie nämlich auch keiner anschleichen. Normalerweise. Du hörst ja schon, wenn einer lang geht. Jetzt bewegt sich da hinten jemand. Nicht? Oh. Ich dachte. Komboiden. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Los raus hier. Naja, was heißt mehr Sorgen machen? Er ist ja nun mal ein Veteran, ne? Er ist Zweiter Weltkrieg. Wir haben eigentlich noch mehr Scheiße gesehen. Okay, hier ist ein Safe, der wahrscheinlich zu ist. Da brauchen wir ein Code für. Was steht hier drauf? Private Charles Anderson legte außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, das sich eines Angehörigen der US-Streitkräfte nicht geziemt. Private Anderson tritt mit einem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhafteten Offiziers hätte dieser Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihr Schiff zurückkehrten. Okay. Gehören Leute dazu, die den Raum absperren und dann im Schrank sterben? Nö, ich vermute nicht. 10 Tage Haft bewilligt. So, okay. Aber wenn du Leute neben dir explodieren siehst, ich glaube, dann ist so eine Leiche im Schrank erschreckend, aber nicht ganz, ganz ungewöhnlich. Hier, da ist nicht. Da wieder. Die sieht ganz normal aus. Dinge, die man so an der Wand hat. Deko. Das ist so ein Wandtattoo. Mhm. Stil Jigsaw-Puzzle. Nicht Jigsaw. Ihr wisst, was ich meine. Rick, Woche 27. Montag. Arthur Miller. Diebstahl. Ein Tag Haft in Millers Spind wurde... Was? Nee, warte. Ein Tag Haft. In Millers Spind wurden persönliche Gegenstände eines vorgesetzten Offiziers gefunden. Gegenstände sichergestellt und Besitzer zurückgegeben. David Tavis. Unbefugter Zutritt. 2 Tage Haft. Hielt sich ohne Zutrittsbefugnis in Frachtraum 3A auf. Eklatante Missachtung von Befehlen. BFC ist das Private? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Nee, das oben ist Private. PVT. BFC, keine Ahnung. Trunkenheit in der Öffentlichkeit, 1 Tag Haft, war während des Landgangs betrunken und legte ein Angehörige der US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Robert Reed,
Trunkenheit in der Öffentlichkeit, ein Tag Haft. War während des. Ja, das haben wir ja schon gehabt. Charles Anderson, Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Joseph Roberts, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Schlägerei. Das kennen wir. Gerade auf der Krankenstation. Irgendwo müssen die ja hin auf dem Schiff. Irre genug, wie viele tote Kreuzfahrtschiffe mit sich rumfahren. Seine eigene Leichenhalle? Moment. Hä? Was? Und der ist plötzlich verrückt, oder wie? Habe ich vorbei? Achso, du meinst, es ist irre genug, wie viele Kreuzfahrtschiffe Leichenhalle haben? Ja gut, aber das macht ja Sinn, ne? Das Klientel auf einem Kreuzfahrtschiff ist häufig ein bisschen älter. Oder Familien. Und irgendwo müssen die ja auch hin. Alright. Drücke A im Rhythmus mit dem Herzschlag. Was heißt denn? Muss ich jetzt da drin drücken? Muss ich danach drücken? Davor drücken? So. Erschreck den besser nicht. Aber wenn du den erschreckst, dann dreht er sich um und knallt dich ab. Colonel? Das ist kein Gesicht. Ja, und ja, wir gehen mal weiter. Okay. Was zur Hölle? Das hätte er bestimmt nicht gehört. Bestimmt nicht. Ich habe das Gefühl, der Typ wird gleich abgeknallt. Was haben wir hier? Nix. Okay, weiter geht's. Was war das? Da hast du sogar den Jumpster, den Scare im Spiel gerade überschattet. Hallo? Klar, hier war was, hier war Geisterhaftes. Ich guck mal in die Tür. Hallo? Nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Okay, dann nicht. Und jetzt? Hallo? Hallo? Kann ich dem... Der guckt sich einen Spind an und ich kann da nicht reingucken. Warum nicht? Hey, Charlie, hilf mal! Wie oft ist denn mehrmals? Scheiße. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Die wurden aber erschossen, ne? Also das sieht nicht aus wie von einem Monster oder so, sondern eher wie erschossen. Noch eine Leiche. Oh, verdammt, Buckley. Der sieht aber aus wie tot. Letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Tot durch Schreck oder so. Weil der sieht eher aus, als ob er sich ja zu Tode erschrocken hat. Okay. Das
Halte LB, um schneller zu gehen. Nö. Muss ich das? Was ist da? Das ist ein offenes Gitter. Weg. Da greift nämlich jemand durch und der nimmt uns mit. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Schneller laufen, gleich früher in New World. Schade, dass es am Handy so Mäusekino ist. Bin echt neugierig auf die Spieleserie. Und vor allem, wie viel Einfluss man letztlich hat. Es soll viele Enden haben. Vor allen Dingen kannst du immer wieder sterben, ne? Sowas, wie ich mitbekommen habe. Hi! Chuck? Chuck? Hast du den Typen da gesehen? Nee. Bist du okay? Steve? Steve, bist du es? Bist du okay? Der hat offensichtlich was auf die Rübe bekommen. Die chillen nur, oder? Die chillen nur. Charlie, komm mal her. Okay. Haben die sich selber getötet? Ja, es ist mehr interaktiver Film. Das ist richtig, ja. Ist, was? Bist alle tot, ist alles möglich. Okay. Hallo. Dabei eine Waffe. Ich werde sie benutzen. Also hatte die US die US Streitkräfte hatten vor, Geister mitzunehmen. Okay. Das ist also unser Kumpel. Huch! Oh Gott, nein! Gott, ist das am Handy unübersichtlich. What's happening? Eine Granate in der Hand? Ne, ein Messer. Ist das dein Sohn? Oh, it's my boy! Uff. Offensichtlich klappt das nicht. Muss ich wieder A drücken zum Herz? Ne, da geht auch ein Herzinfarkt. Hoch! Mit sieben. Passt zum Spiel, ne? Mayday! Mayday! Irgendjemand da? Hallo! Hört mich da draußen jemand? Auf dem Meer! Komm schon, verdammt! Ich glaub nicht, dass Morse so funktioniert. Das mal als Wort an. Alles klar, wenn es nicht klappt. Okay. Du musst dir ein größeres Handy kaufen. Das löst das Problem. Moment. Scheiße, ich habe das nicht hier. Ich hatte auch mal ein Kreuz. Nur ohne Corona-Spasmus wieder gerade. Ach, Corona-Spasmus. Oh, 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 oh.
hoffentlich keine lizenzierte Musik. Epic Entry. Der Mann mit der Melone. Und das soll so der einzige Punkt sein, was die Teile verbindet, ne? Er. Der Erzähler oder wie auch immer. Geistermädchen. Okay, sollten wir die anderen Teile auch spielen, dann werde ich die für die PlayStation besorgen. Habe ich dann kein Renderproblem oder sowas. Conversation with Death. Okay. Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Stimmt, der Teufel oder so. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Okay. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Okay. Könnte auch nichts sein. Ach, ich und Namen. Red, Geistreich. Alex, Bruder, unschuldig. Okay. Bisschen Club Marte muss auch dabei sein.
Alex, Brads Bruder, Judas Freund, unsicher, motiviert. Na? Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Das ist peinlich. Was bitte? Allein ist sowas echt peinlich. Peinlich ist, dass du einfach so herkommst und ich soll deine Hand halten. Jetzt ist das nicht. Hey, Vorsicht. Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Unbehaglich. Bin ich gut bei Menschen? Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe. Sei doch mal locker. Ach, komm schon. Sag auf dieser Reise einfach zu allem ja. Halt. Glaub mir, ich will, dass du dich amüsierst. Okay, aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass ich nackt rumrennen soll? Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist. Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Das ist schon 2 Wochen her. Muss hart sein. Wir sind nett. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Beziehung aktualisiert. Conrad. Okay, Alex ein bisschen mehr, was auch immer der untere Balken ist. Hm? Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Verlobungsring? Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hör auf deinen Bauch. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Hoffentlich das Richtige. Hey! Begeistert. Julia, Conrad Schwester, Alex Freundin, Unvorsicht. Conrad, Judas Bruder, entspannt, vollkühn. Und ich kenne den Schauspieler, aber vergessen. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Wir sind Dienst. Welche, was ist das für eine Beziehung? Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen. Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ha, ganz schön dick aufgetragen. Na komm, entspannt. Klar. Hau rein. Cool. Super. Ich liebe Bier. Das sagt keiner. Kein normaler Mensch sagt das. Oh, ich liebe Bier. Guter Mann, Radical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruinierst du nicht. Was? Bist du schon mal getaucht? Nope. Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Ich glaube, der will auch Höhlenforschen gehen. Honigbier, genannt Hobi. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem... Voll kreativ. Ist Kapitän der Duke of Mila. Mutig. Diese Hose funktioniert nicht. Also bei aller Liebe zur Anatomie, der Arsch von ihr würde oben rausgucken. Aber richtig.
Und wo wart ihr im Wellnessurlaub? Diese Hose funktioniert nicht. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Kennst du nicht das Prinzip Arsch frisst Hose? Doch, doch. Aber das ist, wenn die Hose zwischen den Arschbacken verschwindet. Aber das ist so, ja, also die Hose sitzt sehr tief und ist auch noch sehr kurz. Und irgendwo müssen die Arschbacken aber sein. Das heißt, die würden oben rausgucken. Also du hättest immer einen Bauarbeiterausschnitt. Immer. Und wo aurig ist, weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Und ich kenne Honigmet. Das kenne ich. Honigbier nicht, tatsächlich. Wenn es dir recht ist, Captain. Ja. In Aurig ist es traurig und in Leer noch viel mehr. Guck, da die Hose. Das funktioniert nicht. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Könnte auch der Beginn von Uncharted sein. Oh Mann. Nördlich der Küste von Französisch-Polynesien. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, Tauchen. Brad weiß, was er tut. Ja. Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er es sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Wie stehen die beiden in einer Beziehung? Das ist die Frage. Also die Freundin und der andere. Sehen und staunen. Hier ist ihr Flugzeug. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie, wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Wir können nicht tauchen. Wen juckt's? Ach! Nun, wer weiß schon, dass wir es nicht beim Tauchen gefunden haben. Also, wen juckt's? Ihr könnt auf eine Stunde später melden. Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Also, wir fassen alles an. Als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Wo ist der Kumpel? In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Okay, erstmal gucken wir hier. Das ist nichts. Ein Fernglas. Hm. Luki. Also ich kann wegzoomen und ranzoomen. Aha. Okay. Kann man hier auch irgendwas sehen? Hallo. Wolki? Wolken? Keine Ahnung, ob man hier was sehen kann. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Hey, Kurt. Aha.
Wipen. Ich dachte, das ist eine Kamera. Hat die nur Fotos gemacht? Ha? Ha? Wie bei Tinder. Mag ich? Mag ich nicht. Mag ich? Mag ich nicht. Ja, okay. Hey. Okay. Hey, hey. Hi, Süßer. Hallo. Hi. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Wir entschuldigen uns mal. Ja. Sorry wegen vorhin. Alle sind einfach etwas... Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Aber es gibt Regeln, Gesetze und Bräuche. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Wir kennen die Regeln. Genug. Das ist keine Antwort. Ich kenne die Regeln. Sieht gar nicht so aus. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Wollen wir sie mit Geld bewerfen? Na, wer weiß davon. Komm schon, hier ist sonst niemand. Wen stört's? Unsere Route ist im Hafen hinterlegt. Wenn jemand sieht, dass Taucher am Wrack waren, haben sie uns direkt in Verdacht. Erst recht, wenn kleine Souvenirs online auftauchen. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten, aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Das heißt, alles anfassen, alles mitnehmen, alles im Internet posten. Gut, kriegen wir hin. Easy peasy. Das ist ihr Ausweis, oder? Was steht da? Braun? Augenfarbe, okay. Größe, Gewicht. Augenfarbe, Haarfarbe. Hey Jungs, Taschen bereit. Sieht nicht koscher aus. Ja. Warum hatten die jetzt so angeguckt? Was? Felsteil Dubois. Der auf der Rückseite angegebene Ausbilder ist berechtigt, Kurse in der bezeichneten Kategorie einzuladen. Genehmigung durch Dive Master Federation. Okay. Alright. Was war auf dem Bildschirm? Unser Wetter. Kennst du dich damit aus? Nee. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Okay. Kann ich also nicht einfach Knöpfe drücken? Schade. Was haben wir denn hier? Sturm. Ach, es ist ein der Bilder. Was habe ich jetzt da jetzt gesehen? Okay, der steht irgendwie auf. Ich habe aber keine Ahnung, was da passiert. Irgendwas. Ah. Okay. Hallo? Ist eine Glocke. Master Bedroom. Ach, das ist der Raum hier. Okay. Was geht? Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel.
Besserwisser. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus. Komm einfach nach. Okay, aber das ist auf jeden Fall der Bruder, der da in diesem Raum... aufsteht. Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Parfüm? Man kann den Preis echt riechen. Aber ihr gefällt's. Ich kann nur... Okay, das Buch. Route of Innocence. A must read for anyone with an interest in the Salem Witch Trials. Hexenverbrennung. Sehr gut. Also wir haben hier, okay, wir haben genug Betten für alle, außer für die Dame, die da oben drauf ist. Wobei die kann hier hinter das Bett haben oder das hier als Bett. Keine Ahnung. Nee, das kennen wir schon. Dann gehen wir mal tauchen. Guten Tag. Okay. Also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay. O2-Check fertig. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Okay, der steht tatsächlich auf den. It's a knife. Was ist das? Die Kamera? Was ist das rechte? Keine Ahnung, was das linke ist. Das rechte. Was statt? Hab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Ab die Post. Aha. Das. Schon mal benutzt. Bitte die Regeln nicht. Nö. Wir nehmen beides mit. Oder kann sie. Du filmst, ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. Okay, sie hätte das andere mitnehmen können, oder? Ich bin nämlich nicht gut vorbereitet. Ja. Denn mit Flossen ist es so einfach, da hochzugehen. Hoppla, alles gut? Mehr oder weniger? Hoffentlich ist es da sehr warm. Wir haben nicht sehr viel an. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Das sagen die immer. Ein klitzekleines Häuschen auf dem Friedhof. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Duke of Mila. Eda, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier? Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Mmh. Oh, ich weiß nicht. Die ist so... Nein. Die ist zu... Nee. Ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Ja. Genau. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Mit Geld. Ist
Selbstsicher. Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Oder ihrem Gewicht. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Tu es nicht. Aber okay. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Guck, dass es keine Löcher hat, dann schwimmt's besser. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Okay, wir gucken mal, was unser... Kann sie das Bild angucken und sieht was anderes? Offensichtlich nicht. Der eine Raum ist offen. Und das können wir jetzt machen. Jetzt siehst du mal. Er steht. Ach. Come on. Das ist Geld, ne? Sehr geehrte Frau Dubois, mit diesem Schreiben weisen wir Sie formell darauf hin, dass Sie mit der Tilgung Ihres persönlichen Darlehens im Rückstand sind. Die Rückrestschuld beträgt gegenwärtig $24.700. Okay. Dieser Betrag ist seitdem überfällig. Sie haben mehrere Zahlungsaufforderungen sowie Gesprächsangebote hinsichtlich einer Umschuldung ignoriert. Ach, jetzt weiß ich auch, warum der so komisch geguckt hat. Der Ausweis von ihr ist seit 2012 abgelaufen. Jetzt verstehe ich, warum der so geguckt hat. Mist, wahrscheinlich auf der Rückseite. Nochmal bitte. Okay, also, die hat zwar einen Schein, aber der ist abgelaufen. Tauchausflug 5.000, Hotelausflüge 2.400, Eddies Angelausflug 500, Laptop verkaufen 600, insgesamt 8.500. Okay, Bank anrufen, Handy kündigen. Okay. Die Dame hat Schulden. Was haben wir da drin? Nix. Offensichtlich will sie da nicht reingehen. Wie läuft? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Ja. Ja, Urlaub. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Ja, ich hoffe auch, dass sie wissen. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Alex war nur albern. Seinen Tauchschein hat er aber mit Auszeichnung bestanden. Wo sind sie sonst noch getaucht? Bei der Buchung habe ich sie für Anfänger gehalten. Alex und Julia sind schon ganz oft getaucht. Ich bin noch Amateur. Aber bereit. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Was war das denn jetzt für eine Kommunikation? Vor allem dieses... Warum? Nö. Nö. Du brauchst die Parfüm nicht benutzen. Ich glaube nämlich nicht, dass das der Dame gefällt. Ich will gar nicht wissen, was da passiert. Wahrscheinlich rastet die aus. Was? Da? Da was? Nö. Nö, nö, nö. Haben wir da? Das... Ist die Toilette? Oder nicht? Hier noch ein Bild. Warum behalte ich die bloß? Wir sehen ein Boot, was gesteuert wird und einer will darauf schießen. Okay. Okay. Dann wieder nach oben. Das Bild hatten wir schon. Da blinkt was rot. Ist das normal? Wetter ist gut.
Die Wolken gefallen mir gar nicht. Ich sehe da einen Wirbelsturm. Aber wo sind wir? Oh-oh. Jetzt wird's ganz schön voll hier. Anderes Boot. Very good. Hey, alles senkrecht? Überwacht die Taucher. Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop-Up. Piraten! Was wollen sie? Das ist nicht die Küstenwache. Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Ja. Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Verstanden? Oh, oh. Das ist nicht gut. Nicht so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Jetzt fahren die einfach wieder. Nee, sagen. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Oh. Mein Fehler. Sagen wir 20. Oh, reiche Leute. Oh, Mist. Meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Oh, nicht doch. Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Guck dir den doch an. Sieht der aus, ob der Interesse an so einer Scheiße hat? Oh, nicht gut. Ich merke, der Tod ist in der Luft. Aha. Der schwimmt schon was länger vor sich her. Und hat ein Loch im Kopf. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Eine Luke, da kommen wir durch. Einfach in sowas reintauchen? Nein. Vor allen Dingen reißt du dir gleich da hinten was auf. Ups. Mist. Ups. Ich hab nicht aufgepasst. Kann gefährlich sein. Vor allen Dingen gibt's da Haie. Ladies first. Ne? Haie. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben's geschafft. Ist doch unglaublich. Ein Traum. Ah, was ist da? Sehen wir uns doch lieber etwas. Ein Bild. Los, los, los. Ich habe keine Ahnung. Hat sie den Herzen ver... Also sie hat auf jeden Fall wieder Klamotten angehabt. Und jetzt? Julia, stopp. Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Das sind Tentakel? Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Ach komm, riskier was. Mag dich eh nicht. Sei nicht so ein Weichei. Ich schaff das. Weichei? Im Ernst jetzt? Bin ich tot? Was geht hier vor? Riskier mal was, Feigling. Mal gucken, ob die erste jetzt stirbt. Ja, da muss ich anmerken, ich habe ja selber einen Tauchschein. Und wenn man unter Wasser die Luft anhält, macht man niemals das. Das nutzt einem nämlich so gar nichts. Man braucht das Zeug in der Lunge. Man muss eine Mocken. Ich wusste doch, dass er tieffisch ist. Fisch, fisch, fisch.
Das Geile ist, das ist wie Höhlentauchen. Ich hab die Taste gedrückt. Wollte mich da noch ganz kurz entspannen. Wo ist er denn jetzt hin? Ups. Ah, besser. Bau hier unten Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Lässig. Ganz ruhig. Mir geht's gut. No problemo. Durchsucht das Gebiet 1 sauber, 2 sauber, 3 sauber. Das war ein Rettungsflugzeug. Seenotrettungsflugplan. Sichtflug, Suchmission. Aufklärungsflugzeug. Unleserlich, Kowalski. Start, US-Stützpunkt, Insel. Unleserlich, Ziel, unleserlich. Okay, haben die das Schiff gesucht? Das war eine Rettungsmission. Könnte sein, dass sie das Schiff gesucht haben. Es ist so unheimlich schwierig, wo man hin kann hier. Das ist ein Geschoss. Geheimnis. Eine Patrone, die in dem Flugzeugwrack steckte. Schusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Und die Kapitänin. Die hat nämlich gesagt, nichts anfassen. Ja. Das ist auch was? Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Okay, wir können aber nur gucken. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Hier leuchtet auf jeden Fall nicht. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das eklig finden würde, weil der ist schon so lange im Wasser und der ist eigentlich nur noch Skelett, dass das ein bisschen realitätsfremd ist. Okay, drehen wir mal um. Hello, Johnny. Er hält was fest. Ein Foto. Das kann man nur noch ganz schwer erkennen. Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Er hält was fest? Ach, das kennen wir doch schon. Naja, wenn du in einem Flugzeug bist, was abgeschossen wird, Richtung Meer fällt, dann kann man sich schon denken, was passiert am Ende des Tages. Was war das? Sehen wir nach. Puh. Hätte die mal wohl lieber aufbewahren müssen für Eier. Ah, der hat eine Knarre. Wieso der auch immer noch wackeln sollte dadurch. Hi. Oh, leck mich doch. Ist doch schön warm. Gott. Ich muss doch meine Fitbit mit dem PC verbinden. Da könnt ihr meinen Puls hier sehen. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Oh Gott. Ups. Wir müssen hier raus. Jetzt. Ihr seid quasi draußen. Nimm das. Hai? Jetzt auch noch Haie? Komm her, du Hai. Ja, du blutest. Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an uns. Komm schon. Der isst nur graue Riffe. Warte.
dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Doch nicht unter Wasser! Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du... Die wird jetzt vom Hai gefressen. Erstaunt. Ich... Oh Mist. Sorry, Alex. Ich hab nicht... Ich wollte... Wir sind fast gestorben. Julia. Ernsthaft. Ach komm. Alex, wow. Guck dir den hübschen Jungen an. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja klar will ich dich heiraten. Gleich kommt der Hai. Komm schon. Sie blutet okay, am Bein. Starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Okay, doch Chris, nicht. Hier, Julia. Wir kommen rauf. Over. Ich mach kein Hai. Hey, wo kommt das andere Boot her? Von einem Hafen. Und davor aus einer Werft. Ganz simpel. Warte. Julia. Hier ist die Dekompression. Hey, Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. So funktioniert Dekompression nicht. Vorsichtig. Wir müssen das, sonst krepiert ihr da oben, wenn ihr Pech habt. Dekompression. Die würden ins Wasser springen. Ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los. Das sieht aus, mit dem Kopf von dem brennen würde. Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Ach, der Grill. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. So, als wäre das Boot explodiert. Warum bezahlst du das Meer? Und warum bezahlst du das Meer? Ein paar Fischer sind auf die Tauchleine aufgelaufen. Ach, so war das. Ja, die waren echt sauer. Also hat Conrad mit Geld um sich geworfen und sie sind weg. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern.